Hey Freunde, was geht? Willkommen zum ersten Need for Speed Unbound Let's Play und in 3, 2, 1, 0 geht's los. So Freunde, das erste Let's Play ist soweit und was soll ich sagen, ich bin hyped und es geht direkt los nach dem Intro. So, und ich drücke weiter. So, los geht's. Automatische Anmeldung aktivieren wird akzeptiert. So. So, Konto wird verknüpft. Weiter geht's. Ja, Fahrsicherheit und so weiter. So, wir akzeptieren natürlich Crossplay. Aktivieren wir wegen den Livestreams natürlich. Auf jeden Fall. Gesundheit 100%. Neustarts 4. Was? Ach, herausfordernd. Okay. Wähle Schwierigkeit, die du für die Story willst. Herausfordernd? Heftig? Entspannt. Okay, Gesundheit 150, Neustart 10. Aber herausfordernd ist ja wahrscheinlich normal. Also wir sind... wahrscheinlich bei normal, also bei leicht, normal und schwer. Machen wir normal. Cops herausfordern, Rivalen kompetieren. Ja, okay, komm, machen wir. Alles klar, ich habe gedacht, das wäre ein fliegender Start, aber los geht's. So, Start Story. Lakeshore Online oder aktuelle News. Wir gehen erstmal direkt in die Story, würde ich sagen. Lakeshore Online, freie Fahrt und PvP. Nee, ich will natürlich erstmal alles kennenlernen und da das hier ein Let's Play wird, wird natürlich die Story gestartet. Einen Charakter zum Anpassen. Dann wollen wir doch mal gucken, wen wir wählen. Charakterdesign des Modells haben wir schon in den Videos gesehen. Gefällt mir auf jeden Fall. It's cool, man. Ja, ich nehme natürlich den Kerl. Ich bin Kerl, ich nehme Kerl, aber die wäre auf jeden Fall eine Kandidatin, die ich auf jeden Fall nehmen würde. Boah, ich weiß nicht, ne? Am liebsten würde ich sie nehmen, ne? Das ist halt auch nur ein Charakter. Boah, sie ist auch cool. Weiß nicht. Weil die auch was hat. Die ist auch cool irgendwie. Weißt du was? Der trägt eine Cappy. Ich nehme ihn. Modell auswählen, anwenden. Ja, auf jeden Fall. Das Aussehen deines Charakters ändern. Nee, später. Oh. Wagen zum Reparieren. Sehr schön. Guckt euch das an. Dodge Charger 69. Lamborghini Countach aus dem Jahr 88. Die sehen natürlich alle fertig aus. Oder den Nissan... ich habe mich natürlich wieder versprochen. Oder den Nissan Silvia KS 98. Boah, jetzt natürlich für mich ganz leicht. Aber eigentlich auch schwer, weil... wie ihr wisst, ich liebe Lamborghini. Ich liebe aber auch Nissan. Ja, und außer der Silvia. Achso, ja, und nicht wundern. Ich will das Let's Play mal ungefiltert hochladen. Also, ich will mal nicht den ganzen Quatsch rausschneiden wie Versprecher und so. Ich habe mal vor, das komplett hochzuladen und will mal wissen, wie ihr darauf reagiert. Und ihr könnt natürlich gerne eure Meinungen zu allem, was ich hier mache, in die Kommentare reinpacken. Außer zur Maske, weil das hat in der Vergangenheit sehr genervt. Deswegen, ansonsten könnt ihr alles in die Kommentare packen und ich nehme jetzt einfach den Lamborghini Countach. So, was muss ich da jetzt wählen? Immer noch auswählen. Immer noch, Lamborghini Countach. Nimmst du diesen Wagen? Auf jeden Fall. Ja.
Yes, wir haben den ganzen Sommer daran geschraubt. Lass mich fahren. Ja, okay, okay. Aber mach langsam, soll ja nichts kaputt gehen. So, jetzt weiß ich nicht, ob wir fliegenden Start haben, aber ich glaube ja. So wie das aussieht, ist das ein fliegender Start. Das erste Rennen in Unbound. Ich bin hyped. Und? Ja. Ah, oh, sehr nice. Oh. Endlich mal wieder Need for Speed, Freunde. Ihr glaubt gar nicht, wie hyped ich bin. Ich hab so Bock. Okay. Versuche einen Drift. Lenke und tippe Bremse an. Alles klar. Tschu! Ja, geil. Need for Speed Heat Feeling. Oh, bisschen anders. Vielleicht aber auch nur, weil der Wagen ja nicht so schnell ist. Oh, schön, schön, schön. Okay, Tankstellen haben wir auch wie in Heat. Okay, alles klar. Sehr schön. Das ist natürlich jetzt noch nicht mega schnell. Aber ich bin so hyped. Ich freue mich so sehr. Oh, die Kurve nicht gekriegt, ne? Guck mal. Muss ich schon. Du dachtest, wir kriegen die Kurve nicht. Natürlich kriegen wir die Kurve. Denkst du denn? Oh, die Kurve habe ich nicht gekriegt. Hä, hey, krass, ich dachte auf der Map, das ist voll keine Kurve, ne? So ein bisschen. So, aber ja, okay. Guck mal was. Und wenn ich ach, guck mal, ich brauche nicht mal bremsen. Wie bei Heat, ein bisschen vom Gas gehen reicht schon. Ich liebe den Geruch von Nitro. Was ist das denn? Und das wird nach Sieg riechen, wenn wir über die Ziellinie kommen. Ich hab das Kabel zwar nicht rausgezogen, aber okay. Natürlich. Der Wagen ist echt krass, yes. Die monatelange Arbeit hat sich gelohnt. Geil. Wir haben der Szene so lange zugesehen. Kaum zu glauben, dass wir endlich selbst mitfahren. Okay, keine Ego-Perspektive. Ujo! Junge! Einfach so! Er kommt einfach so da durchgefahren. Oh, warte. Ja, gut. Oh, direkt weiter. Die ganze Straßenrennszene von Lakeshore ist hier. Zeit zum Spiel. Endlich. Wir sitzen nicht mehr auf den Zuschauerplätzen. Endlich, wir sitzen nicht mehr auf den Zuschauerplätzen. Da hat sie auf jeden Fall ein schönes Stichwort genannt. Burst-Nitro-Aufgaben. Ne, aufbauen, Entschuldigung. Deine Burst-Nitro-Anzeige füllt sich bei folgendem. Springen, driften, im Windschatten fahren oder einen beinahe Unfall bauen. Alles klar. So füllen wir unseren Nitro. Also hier knapp dran vorbei und solche Sachen. Also war ja auch irgendwie klar schon, ne? Das Schmuckstück hält gut mit. Hättest du je gedacht, dass wir sowas machen? Als wir nur daneben standen und zugesehen haben. Wow, shit. Zu spät reingelenkt. Ja? Das ist Freiheit. Okay, er resettet auf jeden Fall von alleine, der Wagen. Gib mal den Schraubenschlüssel, Bro. Ist der Wagen. Egal, die holen wir wieder ein. Ach, und an dieser Stelle natürlich auch meine ganzen Zuschauer für die Forza Horizon 5 Videos. die letzten zwei Donnerstage habe ich keine gemacht, weil ich leider auch immer noch Corona habe. Leider, leider, leider. So. Dass das mal einer von Rydells Schrottwagen war. Was hat er sich nur dabei gedacht, den Wagen verrosten zu lassen? Er wollte dran schrauben, hat es aber nie geschafft. Wenn er ihn so sieht, wird er komplett ausflippen. Geben wir alles für Rydells Rides. So, kommt schon, ey. Ich will daran vorbei. Ich bin so langsam, habe ich das Gefühl. Guck mal, wie langsam ich bin. Ich komme da nicht dran vorbei. So, Windschatten jetzt hier. Kann ja nicht sein. Kommt schon. Keine Chance, ich komme nicht dran vorbei, ey. Was ist das denn? Ein Fehler gemacht am Anfang vom Rennen und schon kommst du nicht mehr dran vorbei. Mies. Oh, Cops. Nice. Oder haben die mich? Das wäre nicht so nice. Nein, die haben mich nicht. Ich kann sagen. Komm schon. Okay. Okay. Wo kommen die denn her?
soll ihre Köter auf echte Verbrecher hetzen. Boah, die sind schnell. Ich bin immer noch Letzter. Uah, was macht er denn da? Junge! Alles Reflexe. Du hast Reflexe? Aber ernsthaft. Gut, geschraubert. Naja, erstmal reinkommen in die Steuerung und dann geht das klar. Wessen Worte? Die der Straße oder deine Community? Wir kämpfen voll. Was? Jetzt schon? Ein kurzer Weg zum Mond. Jo! Alter! Jo! Okay. Wir sind gleich bei der Brücke. Tritt auf Gas. Scheiße, hier ist das. Das gefällt mir nicht. Ich hab kein Nitro. Mann! Hey, ja, sehr geil. Zack! Gespannt. Ja, ich kriege hier 1000 Nachrichten über dieses Treffen in den Heiz heute. Wie gesagt, es geht um echt viel Kohle. Das ist unsere Chance, yo. Natürlich schön mit Flügeltüren. Sehr geil. Krass. Was sagst du dazu, Boss? Sie klingt umwerfend. Und riecht auch richtig gut. Ich liebe einfach den Duft von Benzin. Das erklärt einiges. Muss schon sagen, was ihr aus dieser Schrottkarre gezaubert habt, ist heftig. Glaub mir, damit machen wir Lake unsicher. Ah. Was? Ist alles eingetragen? Klar. Und ich bin LeBron. Ich will dir das Rennfahren nicht verbieten. Ich weiß, wie sich das anfühlt, dieser Need for. Naja, du weißt schon, dieser Need for. Need for was? Zu viel Benzin geschnuppert. Tut mir einfach einen Gefallen. Fahrt bitte nicht mit diesen Arschlöchern aus Cyril Heights. Warte, bist du nicht von da? Ja, und darum weiß ich auch, was diese Arschlöcher vorhaben. Sicher nichts Gutes. Rydell, du hast immer gesagt, dass ich Leute gut einschätzen kann. Das habe ich nie gesagt. Was? Traust du mir nicht? Gewinnt einfach, okay? Hammer. Hey, ich meine das ernst. Nicht nur reden, sondern gewinnen. Lass uns loslegen, denn heute Nacht geht es um alles. Sie braucht nur noch einen Namen. Den machen wir ihr. Die Reifen ein bisschen im Boden, aber... Ah, ich muss noch weiter drücken. Ich dachte, das wäre Ladebildschirm. So, und jetzt will ich mal auf was eingehen, worauf natürlich alle gewartet haben. Und zwar haben wir hier irgendwo... Nee, ich habe... Da oben haben wir es. Einstellungen. So. Spieleinstellungen. So, was haben wir da? Minicuts zeigen, Tacho zeigen. Was haben wir da denn noch bei den Einstellungen? Fahren. Getriebeautomatik. Einheitssystem anzeigen. Imperial. Metrisch. Geschwindigkeit, Entfernung, imperial oder metrischen Einheiten. Kamera wackeln. Ah, machen wir runter ein bisschen. Kamera Abstandempfindlichkeit. So. Dann gehen wir auf Grafik. Bewegungsschärfe können wir ruhig anmachen. So. Aktiviere Anzeige von Unschärfe. Gut. So. Was haben wir hier? Gamma-Korrektur.
Okay, lasse ich auch erstmal so. Datenschutz, Credit, Steuerung, Autospiel. Steuerung ist natürlich irgendwie, glaube ich, selbsterklärend. Irgendwo soll man doch die Einstellungen abschalten können mit diesen bunten Grafikeffekten. Vielleicht mit der Barrierefreiheit. Farbenblindmodus aus, Kamerawechsel, Bewegungsschärfe an, Lichtsteuerung aus, Untertitel können ruhig anbleiben. Wir werden das auf jeden Fall noch finden. Davon bin ich überzeugt. Wir sind gerade erst los, also entspannt. Hey Rydell, kennst du einen Ort, wo man in den Heights gut essen gehen kann? Ich hab gesagt, nicht in die Heights. Alles Arschlöcher da. Alles klar. Wir suchen uns einfach was, wenn wir da sind. Vielleicht braten wir uns ein Steak über einer brennenden Mülltonne. Hey! Sie macht Witze, nur Witze. Machst du doch. Oder yes? Na klar, total. Yo, erstes Rennen. Bereit? Bleib einfach locker, okay? Wir sollten wenigstens so aussehen, als wüssten wir, was wir tun. Mir gefällt's aber bis jetzt. Nicht mit uns ab. Okay, noch ziemlich langsam, aber ja, auch Grafik gefällt mir auch schon. Gut genug, richtig? Unsere Karre sollte unseren Ambitionen. Also Automodell gefällt mir, ich, aber Kamera ist noch nicht so ganz meins. Hoffentlich blamieren wir uns nicht. Einfach bei mir, ich weiß, was läuft. Wobei doch, das passt schon. Wow. Okay, das war so nicht gewollt. Aber ja. Dann fahre ich doch mal einfach hier direkt rein. Wow. Sonst sind bei diesen Treffen nie so viele Leute. Ich bin ja auch da. Du solltest jetzt besser voll konzentriert sein. Ich sag ja, ich bin nur da. Mal gucken, ob wir das gewinnen können. Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe sowas von keine Ahnung. Also bitte mal in die Kommentare, wie euch das gefällt, wenn ich das Video wirklich roh hochlade. Auch wenn Versprecher drin sind, die ich nicht rausschneide. Oder ob ihr das lieber wieder zusammengeschnitten haben wollt. Aber ich dachte mir, vielleicht ein rohes Let's Play kommt besser an. Deswegen gerne in die Kommentare und lasst mir natürlich ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. So, und los geht's. Ein Tagrennen. Sehr schön. Ey, nicht hier an mir vorbeifahren, doch. So. Dann halte ich fest. Willkommen in Lakeshore. Ah, jetzt sehe ich das. Mit dem Nitro. Ah, alles klar. Ich mach das wirklich gerade. Gut so. Bleib dran. Hast mich endlich eingeholt, wa? Ah, okay. Kein schlimmer Schaden. Super toll, was? Na klar. Angehalten werden? Behaupte ich, du hättest mich entführt. Moment mal. Scherz. Ich bin froh, mit dir im Wagen zu sitzen. Nein, Nitro will ich noch nicht benutzen. Aber sag das Rydell nicht. Ihm was sagen? Genau das wollte ich hören. Ihm was sagen. Also noch gefällt mir dieses Buntkram. Ich weiß nicht, ob das irgendwann anfängt zu nerven, aber aktuell geht's da. Ach, ich habe mein Nitro verloren, weil ich es nicht genutzt habe. Was ist das denn? Habe ich auch noch nicht gesehen. Aha. Zack. Gegenverkehr fahren, knapp vorbei. Wenn ich mein Nitro nicht nutze, dann löst es sich auf. Das ist krass. Okay. Das überrascht mich ein bisschen, aber... Ich werde dich nicht gewinnen lassen. Komm schon. Ich wollte gar nicht X drücken. Sieht aber schick aus hier. Ist alles noch ein bisschen langsam, aber... Doch, das gefällt mir schon sehr. Kontakt. Aha. Fahndungsstufe haben wir da. Das sind also Flammen in Fahndungsstufe. Abhängen. Ausmanövrieren, ausschalten. Weiter. Okay, sehr nice. Boah, ich bin ein bisschen mitgenommen, ne? Nach unten drücken für Rydells Garage. Ein komisches Rennen. Da hat Style gefehlt, weißt du? Als ob du irgendwas von Style verstehen würdest. Ich lass dich das Ding nur fahren, weil du dich sonst langweilen würdest. Oh, ich hab genug zu tun. Läuft. Auf der Motorhaube posieren. Cool aussehen. Aber wenn ich die Rennen veranstalte, werden sie absolut episch sein. Wenn du die Rennen veranstaltest? Ich habe nicht vor, ewig in der Werkstatt zu sein. Oh, ey, ich konnte nicht ausweichen. Ambitionen endlich, Junge. Style zu finden. Ich habe immer einen Plan. Oh, daran zweifle ich nicht. Nur daran, dass du Style hast.
Daran zweifle ich nicht, nur daran, dass du Stylus bist, ja nett. Wiederaufbau von Lakeshore. Denn eine Stadt ist nur so stark wie ihr Fundament. Aber, ach so, jetzt habe ich Ich habe es gecheckt, Leute. Ich habe das Nitro-Management unten, glaube ich, falsch verstanden. Ja, egal. So, wo ist der Eingang? Hier. Genau, hier sind wir auch gerade hergekommen und wieder rein. Ah, okay, alles klar. Viereck für Garage aufsuchen. Tun muss, ist was anderes. Und zwar, ich gehe mal ins Pausemenü und in die Audio-Einstellungen. Und zwar muss ich leider die Musik ausmachen. Es tut mir schrecklich leid, Freunde. Aber ich muss die Musik ausmachen. Copyright und so. Ihr wisst das. So, jetzt gehe ich nochmal auf Wagen. Nochmal auf Style. Karosserie, Bodykits. Die sind neu. Und das ist verwendet. Und oh. Wow. Okay, das sieht gar nicht mehr aus wie ein Countach, aber ist trotzdem geil. Bodykit-Einschränkung. Nur die folgenden Teile können als des Bodykits nochmal. Nur die folgenden Teile können als Teil des Bodykits bearbeitet werden. Räder. So, jetzt habe ich's. Ich dachte gerade schon, der ist hier cool, ne? Und dann auf einmal kommt, wumm. Guckt euch den Unterschied an. Hier, guck mal, Standard, ne? Ganz normal. Und jetzt kommt's. Zack, dachte ich schon so, oh, geil. Dann, oh, geil. So, mit riesiger Pommes-Theke. Die kennt man übrigens von dem Wagen. Ne? Die kennt man auch original von dem Wagen, diese Pommes-Theke. Und dann auf einmal, bam. Was ist das? Naja, egal, kriegen wir noch nicht. Karosserieteile. Und dann können wir, wie in Need for Speed Heat, können wir selber rumbasteln. Sehr, sehr geil. Gefällt mir auf jeden Fall. Wir können hier alles individuell anpassen. Aber ich will nicht, dass die Videos zu lange gehen. Deswegen beende ich das Video an dieser Stelle. Und wir sehen uns im nächsten. Ich hoffe, das gefällt euch, dass ich das mal so unverblümt hochlade. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Dann, wenn ja, dann lasst mir doch noch oben da und mach ein Abo da. Mach ein Abo da. Alter, mein Kopf, der ist noch nicht so ganz gerade. Corona und so, ne? Du verstehst. Also lass mir ein Abo da, Glocke an und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!